Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum sechsten Part von How to Survive mit eurem Blue Gecko. Wie versprochen, ich habe ja im letzten Part leider ein Stück rohes Fleisch zu viel gekocht oder gebraten und konnte dadurch nichts mehr abgeben. Habe dann eine ganze Zeit versucht, irgendwie ein Tier noch zu finden zum Jagen und rohes Fleisch abzocken. Ging aber auch nicht, also habe ich jetzt in der Pause mal schnell ein Tier gejagt. Hab jetzt ein rohes Fleisch, das er hier unbedingt haben möchte und gebe es ihm ab. Oh, zum Teufel ist mein Essen. Ja, danke, Geschäft ist Geschäft. Hust hier, nimm deinen verdammten Anlasser und lass mich in Frieden, Hust. Ich heiße aber nicht Hust. Ja, sei vorsichtig, ich habe aus dem Wald einen lauten Schrei gehört. Achso, hatten wir im letzten Part ja schon. Das ist der Anlasser, okay. Cool. Und wo darf ich jetzt hin? Jetzt wieder zurück zum Opa, ne? Jupp. Cool. Okay. Kein rohes Fleisch essen, kommt noch gut. Darf ich die umbringen? Nee, schade. Nein, hätte ich natürlich auch niemals gemacht, jetzt ihn umbringen. Also, bitte, was denkt ihr denn von mir? Was mich immer noch stört, ich brauche hier unbedingt eine Speicher-, also eine Lagermöglichkeit für meine ganzen Sachen. Weil, wie man ja sieht, Inventar ist hier irgendwie chronisch überfüllt. Man hat so viele Sachen zum Basteln. Also, diese Pistole kann ich ja wieder ein bisschen benutzen. Ein bisschen Munition verbraten. Obwohl ich den Bogen eigentlich lieber benutze. Hätte ich auch noch Platz im Inventar, würde ich mir ein paar vernünftige Pfeile noch zusammenbasteln, die auch richtig cool sind. Also, so werde ich hier jedenfalls... Ah, nein, nicht trinken, nicht trinken. Fui, fui, fui. Da lag was. Wow, cool. Danke sehr. So, okay. Wow, what the fuck ist das denn? Da war gerade... Oh. Weg da, wow. Upsala. Was war das denn mal? War das mal ein Gorilla oder sowas? Oh, und cool. Übrigens mache ich dieses langsame Schießen jetzt gerade absichtlich, weil wenn man ein bisschen wartet zwischen den Schüssen, dann zielt er genau und dann landet man meistens gute Treffer. Ich kann auch ein bisschen mehr Schaden verursachen. Uiuiui, das war knapp. Merkt man auch, wenn ich so länger ziele, sodass er den Kopf treffen kann. Dann schreit das Viech auch immer schön auf. Wenn ich jetzt schnell schieße, da passiert es ihm weniger. Obwohl, geht auch gerade. Na dann. Haha, voll verkackt. Schieß aus das Viech. Komm, den letzten muss ich unbedingt mit dem Bogen machen. Verlangt die Ehre. Yeah! Oh! Da steckt der Pfeil noch. Cool. So macht Spaß. Danke sehr. Gib mir den Pfeil zurück. Arschloch. Arschloch. Ah, Ultraschildtrank. Da habe ich keinen Platz für. Sorry. Oder jetzt vielleicht? Nö, egal. Na, musst du niesen? Macht's. Okay, hab ich noch was? Oh. Sehr praktisch, wenn man die Dicken anvisieren kann, ist es sehr praktisch. Dann kann man sie einfach Luft jagen und alles, was so ringsrum steht, verreckt mit. Stimmt weh. Hm, nicht allzu lange. Hm.
Drecksau. So, zwei Schuss raus, dann haben wir wieder einen Platz frei. So. Ach, Menno! Scheiß Taube. Ah, ne, ist ja ein Möwe. Eine Löwe. Eine Möse. Ja, war nicht witzig, ich weiß. Trotzdem voll? Ach stimmt, das sind ja 500er Plätze, wie immer. Und cool. Was wegschmeißen. So viel Muni brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, dann kann das hier mal. Obwohl, ich kann ja. Nein. Warte mal. So. Den erstmal kurz fallen lassen. Dann kann man nämlich das hier aufheben. Kann er noch mal was fallen lassen. jetzt mache ich ihn hier. Kann sich dann hier bemühen und einmal. Wie viele Feder haben wir? Einmal. Ihn kombinieren mit der Machete und dann diese 10er-Pfeile zusammenfügen mit den Federn und schon hat man den Platz wieder frei. Beide sogar. Cool. You have the engine starter? Schön anders. Jupp. Super, dann bauen wir ihn mal ein und dann nichts wie weg. Schon die Hälfte geschafft. Hab ich's nicht gesagt, was die Hälfte geschafft. Ich hab einen Fluchtplan, amigo. Bist du bereit? Si, si claro. Ich repariere das Boot mit dem Anlasser und verlasse die Insel. Okay. Wie mache ich das? Was ist jetzt? Ich bin müde, na toll. Wie repariere ich das jetzt? Ah. Anlasser, Anlasser, Anlasser und reparieren. Cool. Erreiche Las Sonara Islas Island. Las. Was? Irgendwie Spanisch? La Sonata? Und dann Island. Auch cool. So. Okay, und die nächste Insel. Buja! Oder auch Schwinger. Läuft doch wie am Schnürchen hier. La Sonata. La Sonata sogar. Mit N hier. Cool. Wie wirkt sich extremer Durst aus? Man wird müde, man bewegt sich langsam, man schlägt nicht mehr so stark zu, man hat Probleme beim Zielen. Bingo. Ja? Was war? Was sollte man mit gefundenen Schrott machen? Ey, Müll werfen, neue Ausrüstung bauen, liegen lassen, den Müll werfen. Ja, vielleicht zweimal neue Ausrüstung bauen. Toll. Ach, Menno, schon wieder vorbei. Doof. Entdecker 2. Okay, nehmen, was haben wir hier? Beinschutz. Was ist das denn? Sieht aus wie, keine Ahnung. Und was ist da? Was haben wir da? Komm her. Reifengurt. Ach, Reifen, okay. Ich habe auch noch keinen einzigen Reifen gesehen hier. Geschweige denn eingesammelt. Oh, das Flugzeug, cool. Hier ist ein Wasserflugzeug, Ausrüstung und Erlösung. Ich weiß, das Ding macht nicht viel her. Achso, das Ding macht nicht viel her, aber es wird wohl ausreichen müssen, schätze ich. Ist ja abgeschlossen, cool. So, was soll jetzt noch? Dann lass mich mal den Tank auffüllen. Oh scheiße, im Ernst, wir haben noch ein Problem, amigo. Die Batterie, oh, und die Kabel der Maschine fehlen, super. Keinen Sinn, ohne Batterie kommen wir hier nicht weg. Suchen gehen, toll. War so klar, dass ich wieder suchen darf. Oder die Batterie, Kabel, klar, klar, klar. Du bist ein echter Freund. Auf. Monsterhorden, oh Gott, na super. Ich bräuchte aber demnächst mal irgendwo einen Rastplatz. Auch eine Taube. Eine Möwe. Wieso komme ich immer auf Taube? Sind doch gar nicht taub. Komm. Machete habe ich auch schon lange. So. Kia, Coco ist sehr hungrig. Coco liebt gekochten Fisch. Aha, okay. Mit Wurzeln? Gott, Alter, jetzt will das Vieh auch noch so ein komplizierte Fressalie haben. Na super. Selbstgebauter Stabilisator. Okay. Das ist eine Mistgabel, würde ich mal sagen. Ah nee, komm, warte mal. Das war gerade was anderes. Lebenshandbuch.
Kovacs Regeln, Herbarium, Boost. Was? Gesundheitsfürsorge, Waffen, Panzerung, Waffen. Da. Nur für Bögen geeignet, reduziert Zeit zur Zielerfassung. Oh, geil! Kann einfach mal noch so an den Bogen ranbasteln. Das kommt cool. Dann brauche ich nur noch dieses eine Teil da, was da so fehlt. Schnauzaffe. Kleines auf dem Maul. Ih, was ist das? Zecken. Igittigit. Igittigit. Hau ab. Verpiss dich. Du stinkst. Das ist eklig. Och nö. Ah, Kovac. Gut, ist auch Börs. Kovacs Rules. Chapter 10. Fishing. Any good fisherman will tell you the best times for fishing are at daybreak. Hell yeah. When the sun goes down. Hell yeah. Hell yeah. Boah, ist das doof. At other times of the day. Oh, cool. Ah, oh, lecker. Schuhe. Hm. Futtern wie beim Muttern. So, da drüben, das ist nur ein Stein, ne? Ja, okay. Oh, jetzt ist er echt langsam müde. Ich kann kaum noch laufen. Oder? Ja, langsam wurde er müde. Aua, ist Viech. Piss dich. Ich hasse nur kleinen Mistviecher. Ja, ich sehe das Ding kaum. Ah, das gibt's ja nicht. Sag mal, woher kommst du? Woher kommst du, genau. Woher kommst du hier? So, okay. Okay, die haben jetzt Brustpanzerung, cool. Geil, Brustpanzerung. Ich darf eine Brustpanzerung nehmen. Jetzt muss ich ganz schnell was loswerden. Haben wir irgendwie Hunger oder so? Jo. Okay, aber nichts, was... Scheiße. Nichts, was leer werden würde. Darf ich das essen? Nee, lass mal fallen. Scheiß was drauf. Ist mir echt die Brustpanzerung wichtiger. Ausrüsten. Yeah, cool. Das Knochen. Warum scheiße? Was haben wir hier? Doppelzweig-Bumerang. Cool, ein Bumerang. Alter, Hammer. Hübsche Waffen darf man hier haben. Was ist das? Knochenklinge. Okay. Die Knochen werden hier noch länger liegen. Oh Gott. Echt ganz dringend Unterkunft. Kann ich das Vieh nicht angucken? Scheiße, ich kann es nicht anvisieren. Uncool. Jetzt, okay. Wie gesagt, Moni kann ich gerne ruhig verbraten hier. Wird ihm jetzt ein bisschen Platz frei. Und ich sammle ein bisschen Erfahrung gleich nebenbei. Komm ja, fahr weg. Nochmal nachladen. Sauber. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen von den 500 Munitionssätzen hier verbraucht. Richtig bescheuert. Aber ich habe erstmal Munition ohne Ende. Okay, wo soll ich jetzt eigentlich hin oder kann ich hin? Da oben. Da ist eine Tuss. Dann wird da bestimmt auch irgendwo ein Schlafplatz sein. 38%, scheiße. Es wird langsam wirklich knackig. Okay, einmal da. Was war das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Da läuft was in der Luft. Uncool. Ah, ist uncool. Ein Sumpfgebiet einfach. Uncool. Ich mag das nicht.
schon ganz praktisch, wenn man nichts hier braucht. Na toll, und schon wieder halt Muni ohne Ende. Das gibt's echt nicht. Also mehr als ein so ein 500er Satz Schüsse brauchen wir eigentlich gar nicht. Hey, wie gesagt, ich hau ja hier die Muni raus und kaum habe ich dann mal irgendwie, bin ich irgendwie 30 Schuss losgeworden, finde ich schon wieder so ein 50er Satz an Schüssen. Das ist ja gerade nur so toll, weil ich eigentlich auch den Platz schaffen möchte, aber naja, sieht man ja, was draus wird. Na, komm her, komm her. So ist fein. Na toll, jetzt auch noch Moskitos. Super. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Außer, Hauptsache sind keine Zombie-Moskitos. Okay, war ganz schlecht. Ich weiß, sorry. Kommt nie wieder vor. Wer mich kennt, wird es nicht glauben. Aber egal. So. Ja, schön verrecken. Verreck, verreck. Wo bist du hin? Mist hier. Bauplan. Ultraschildtrank brauchen wir jetzt auch nicht gerade. Stirb bitte mal, danke sehr. Das ist ganz fein. Oh, was interessant ist. Taschenlampe habe ich da auch. Achso, ja, stimmt. Man kann ja auch die Sachen hier, die man eigentlich unbedingt braucht, wegschmeißen. Dann wird es hierfür da sein. Liebes... Ah, sauber. Rastplatz. Oh. Kovuak. Rotoswerf. Einmal angucken. Dankeschön. Kovacs Rules. Chapter 11. Piranhas. Beware of rough waters in the marshes. They indicate the presence of deadly predators. Oh gut. Au! Okay, gut zu wissen. Danke sehr. Oh ja, da blubbert's. Ganz uncool. Nö, da gehe ich jetzt erstmal nicht rein. Dankeschön. Wird die Knifte schwächer oder werden die Gegner stärker? Die Gegner werden stärker, schätze ich mal. Ja. Hier reicht teilweise ein Headshot nicht mehr aus. Super. Hm. Heilung, Heilung, da. Alter, sag mal. Die werden ja hier teilweise richtig pervers. Halt! Oh, fufbar, fufbar. Kommt nochmal Heilung. Meine Güte, ihr nervt. Leute, die wurden mir ja gar nicht mehr los hier. Ach du Scheiße, ey. Nein, nicht schon wieder so ein Rammer. Ein Explosiver. Alter, ich kann gerade gar nichts mehr machen hier. Nächste Ding, ja. Und cool. Oh. Meine Güte. Nee, was ist das denn? Achso, steck wieder hölzerner Langbogen. Cool. Jetzt brauche ich aber noch den Stabilisator, der noch nicht fertig ist. Okay, wie mache ich das jetzt?
Ich glaube, ich wechsle mal auf die Pistole und versuche. Scheiße, da komme ich nicht rausgeschossen. Uncool. Erstmal nachladen. Dann schauen wir weiter. Oh, damn it, die blockieren mich eigentlich keiner. Ja klar, bleib auch noch im Weg stehen. Exakt. Meine Güte. Jetzt geht's ihm richtig KK. Sozusagen. Dann gucken wir nochmal. Ja, das Ding nochmal, ist ganz gut. Dann braucht er Hatter Toast. Trinke. Trinken wir noch. Trinken. Hunger hat er auch noch. Meine Güte. Ist auch richtig bedürftig, der Junge. Essen. Aber. Ich gucke mal noch kurz raus, ob ich irgendwo Wasserstelle habe. Habe ich nicht, aber hier draußen haben wir schon mal Feuerstelle. Kein Wasser? Das ist uncool. Oh, ist hier kein Wasser. Doch, da unten. Stückchen weiter unten. Ich hole mal ganz schnell Wasser. Dann haben wir nämlich auch gleich wieder Platz im Inventar. Zack. Zack. Trink noch einen Schluck. Und dann gehen wir ganz schnell wieder hoch und pennen erstmal eine Runde. Boah. Halt. Da war noch was. Okay. So. Na da, nur. Gott, da kennt man gar nicht mehr. Alles voll mit Blut. Toll. So, schlaf mal schön hin, Wasser. Boah, da habe ich jetzt auch ordentlich was an Energie und alles verbraucht. Das ist ganz übel. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Weiß auch nicht, wo die alle hier immer herkommen. Im kleinen Raum sind da hunderte von Gegnern drin. Uncool. Okay, dafür habe ich ja nichts, ne? Nö. Nee. Weiß auch nicht, was dieses Ding hier, wo ist es? Hilfe und Option. Nee, Hilfe und Option. Nicht Überlebenshandbuch. Da. Waffen. Was dieses linke Ding sein soll. Irgendwie ein abgebrochenes Rohr oder sowas anscheinend. Rechts die Forke habe ich ja schon und dann irgendwie ein Rohr oder so. Okay. Panzerung. Und Reifen bräuchte ich noch. Okay. Kriegen wir aber auch noch hin. Alles kein Problem. So. Aber an der Stelle sage ich mal wieder tschö mit Ö, ich mache mal wieder Poiskin. Ihr wisst ja, Kommentare, Bewertungen, immer gern gesehen, immer reinhauen. Die Comments werden auch immer beantwortet. Jo, hoffe hat euch gefallen und ich seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und ich sage tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal. Bis denn, tschüss.